Moin Leute, neue Folge Let's Play League of Legends. Heute Amumu im Jungle. Richtig, Amumu im Jungle, ihr habt richtig gehört. Ein ziemlich geiler Jungle, der aber auch richtig auf den Sack gehen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, von wegen, dass Garen sein Wort bitte da einstellt, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich invaded werde. Dann lass doch Red machen. Oh, fuck. Ich muss jetzt schon mal erst einen Pot ziehen. Guys, was ist da los? Ich meinte immer gleich schon am Anfang, da habe ich schneller wieder. So ein Pisser ist das, ey. Go away, ey. Gutes Wort auf jeden Fall von Garen. Habe ich das mitbekommen, dass er rum mal Red macht. So ein Pisser ist er echt. Eigentlich nur verdient, dass ich ihn jetzt invade, aber um Dings invade ist um nicht so geil. Amumu kann ganz gut counter junglen, aber so invaden. Geh da erstmal schnell Toplane. Nice. Good job. Da war noch das Ignite drauf. Ah Gott, ah Gott, ah Gott, ah Gott. Das haben wir super gemacht. Das haben wir richtig schön gemacht. Ich glaube, der Yosu ist gerade weggeratzt, ne? Jo, da brauchen wir dir gleich mal Hilfe erstmal. Ganz geil finde ich, so als Amumu so ein Trash of the Botlane zu haben mit der Laterne. Da kann man schön ganken. Auf jeden Fall mit Level 6 will ich auf jeden Fall Botlane gehen. Da erstmal mein Gang austeilen. Auch schon mal hier gesehen, auch wie bei Vi, auch dass sie hier einen Kuh als Skill, ne? Aber ich finde, E macht man echt noch ein bisschen mehr Schaden. Macht auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Gar kein Dings mehr. Darf man Wein nicht mehr anmachen. Gibt Mana dafür. Oder eigentlich ganz gut Mana bringt der Typ. Zack. Zack. Coming Bot. Coming Bot. Coming Bot. Lux ADC, habe ich das richtig gesehen? Ja. Hab noch nicht gemacht, damit ich den jetzt richtig sicher landen kann. Na, verkackt, Mann. Das war gerade checkt von mir. Hätte nicht gedacht, dass er eine Flash ready hat. Zian ist back. Bisschen aufpassen, wenn ich mit Level 6 ganke. Das ist ein guter Dodge. Und das
Warte, ist der 6? Fuck. Kann uns beide farmen. Ja, ich halt. Geh back. Der Yahuso soll backgehen, ich halte das kurz in der Mitte. Und da müssen wir den, glaube ich, da muss ich auch hier gleich mal erstmal meinen Ulti, erst so Ulti einsetzen. Bisschen aufpassen und alles dodgen, wenn irgendwas fliegt. Ich wollte sowieso eigentlich gleich back hier nach den Geistern. Können wir auch ein bisschen anhaben. So lange wie es geht. Soll er sich ein bisschen einheulen. Gut, okay. Sehr gut, ich bin back. Top Lane ist krank gepusht. Okay, da brauche ich erstmal Hilfe. Gleich. Soraka. Hat die gerade einen Teleport hoch genutzt? Das ist der. Eis ist doch ganz geil, dieses Schild. So gegen Brand. Das ist halt ein bisschen das Problem, wenn wir ineinander stehen. Sicher ist sicher, Freunde. Ich wollte lieber noch meine Ulti zünden. Dann kann ich nichts machen. Ah, fuck, ich hätte gar nicht diese kässlichen Dinger hier anfangen sollen. Back und dann sofort Toplane. Zum Pot ist, das war echt gerade halt krass mit dem Brand. Wie der uns gerade, ja, schon geraped hat. Schon ein bisschen. Aber ich glaube, die Shyvana war auch, glaube ich, irgendwas mit Platin 2. Die spielt auch echt nicht schlecht, sozusagen. Die weiß, was die auch da rum macht. Ich komme noch einmal top und dann würde ich auch gerne einmal kurz meinen Buffs wieder abgrasen. Garen Ulti ab. Nope. Zu kurz. What the fuck? Ah, hat er sauber gedodged. Ich komme noch davon. Ah, es hatte der, die Shyvana sauber gedodged. Ja, ich kann da nicht rüber. Das ist dead. Der Jarvan ging mir auch hier oben wieder auf den Sack. Geht mir auch ganz gut auf den Sack, der Typ. Der hat schon wieder Ulti ab. Der hat es auch gerade erst im letzten Teamfight benutzt. Das ist echt hart. Oh Gott, ey, der Brand wird so rapen. Mein Blue ist auch die ganze Zeit ab, das nervt richtig, ey. Zack, mich gerade ein bisschen an. Oh, und der
Javen, der nervt und nervt mich ganze Runde nur an. Hier dich, Soraka. Ja, geht auf, das ist auch gut. Really? Sind das auch schon wieder, sonst wären sie schon lange reingegangen. Okay. Passt auf den Brand aus. Dodge da den ganzen Scheiß auch noch. Danke, jetzt sterb doch einfach mal, Scheißschaben, ey. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Nervst mich die ganze Zeit schon an. Ich laufe jetzt einfach komplett nur und gebe ihm einen Auto-Tag, Red Buff drauf. GG. Carried am Um vom Jungle aus. Fuck that shit, Junge! Owned, ey, owned! Mit Red Buff outplayed! Outplayed, son, outplayed! Mann, 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 ey! Nice, ey, das war mal gut, ey. Er hat endlich die Shivana richtig so krass gedived. Aber das Problem ist einfach, was macht man mit dem Rand? Man sieht, ich kann nicht ganken in der Mitte. Wenn wir ganken und drauf gehen, sind wir tot. Ganz einfach. Wir brauchen da irgendwie einen dritten Mann oder so, keine Ahnung. Selbst Surak hat er auch gut geheilt, dass er nicht gleich ganz, der vielleicht nicht ganz umkriegt, umgebürstet kriegt, aber reicht nicht. Er ist Yasuo, ist nicht tanky genug. Muss Lux. Zu kurz. Und Red und Blue sind weg. Wohin gehen wir? GG. Okay,
Okay, jetzt lass ihn mal alle auf ihn drauf und lass ihn erstmal töten. Okay, ich kann ihn, glaube ich. Brand ist so OP, ich sag's immer wieder. Was soll man gegen den machen? Ich weiß nicht, was wir gegen den bauen sollen. Ja, Magic eigentlich. Fünf Boots sind echt ganz geil. Ja, geh drauf da, komm, drauf. Hab gedodged. Da haben wir es gar nicht so schlecht. Also einen Attack drauf bekommen und er ist tot. Ignite. On. Bedient sich an meinem Red. Das machen sowieso schon die ganze Zeit schon. Hab ich den Kill eigentlich bekommen? Epic. Ganz komisch. Was willst du machen? Die Shyvana gibt uns auf die Fresse. Der Brand sowieso. Oh, dude. Warte ganz kurz, sie macht da ihren Dragon. Ja, sie will das komplett, meinen Scheiß dodgen. Stay. Da kann man gar nicht so schlecht sogar farmen, so im Jungle. Brand hat fast alle Kills aus dem Team. So, ich habe erstmal ein bisschen AD gegen das Team gebaut und jetzt werde ich nur Magic Resist bauen. Erstes gibt es bei mir ihn, glaube ich. Schön, Varus. Keine Ulti, ich brauche, wir brauchen echt mal eine Ulti. Level 13. Können nichts machen. Einzige Chance, dass wir haben, dass sie mich jetzt aggressiv diven. Wieder noch einer mehr. Und wo wartet der Brand schon wieder? Jetzt Damage. What the fuck? Guter Follow-up von Garen. Garen Fokus. Garen richtig squishy. Schön Ulti. Mach aus, um Mana zu safe, um gleich nochmal anzusatschen. 80 Mana. Meiner. Oh Mann, nur am Kaisen.
Ja, dann ist gut. Gefällt mir. Ja, so muss halt genau in dem Moment komplett all in gehen, wenn ich ihn mit meiner Ulti-Card eben gestunt hatte. Das Blöde ist, dass hier. Guck mal, hier sieht man schon wieder ein Jarvan-Bild, wie ich ihn nicht machen würde. Das Problem ist hier, das ist ja okay, wenn er meinetwegen drauf gehen will, aber dann hier auch eine Captain-West. Ich nehme ihn komplett auseinander, der Typ braucht mal ein bisschen Leben. Hier braucht auf jeden Fall erstmal ein Riesengürtel. Und ich würde eigentlich, wenn man auf Damage geht, das immer defensiv setzen und dann lieber auf Dings gehen, auf irgendein anderes Item. Brutalisierer, Trinity, keine Ahnung, was er Bock hat mit Dings zu spielen, mit Jarvan. Kann beides empfehlen. Trinity ist nicht schlecht, Brutalisierer ist nicht schlecht. Wenn man richtig krass gehen will, kann man auch Hydra machen. Klar. Ja. Ausmachen. Blutwaffen mir holen. Ja, so, so. Ja. Spannend, wie wir das machen. Gleich warte, da hat doch hier oben ganz schwer geholt. Ich hab's doch gesagt, dass der Pisserschmied auf einen wartet. Schön, Freunde, schön. Okay, da war einfach nur Scheiße. Na cool. Girl. Ich bin auf den Sack, dass die dauernd meine Buffs sich stehlen. Die haben echt gute Control über meine Buffs die ganze Zeit, das ganze Game. Weil Shyvana macht die ganze Zeit Red und der Jarvan macht die ganze Zeit meinen Blue Buff. Shyvana hier? Nope. Und Garen auch vielleicht gleich mal im Teamfight. Luxian ADC, das ist nix. Haut unser Varus wegen dem Gegensatz wenigstens ein bisschen Damage raus. Okay. Ja, da der Dings drauf. C an Ulti. What the fuck? What the fuck? Ich hab nicht aufgepasst. What the fuck? War das scheiße? What the fuck? Was hab ich gemacht? Scheiße, Mann. Ich war ganz woanders gerade. War grad gar nicht da, wo ich sein sollte. Oh, das wird eine Runde, Freunde. Das wird eine ganz, ganz schwierige Runde. Schön. Williams war gar nicht so schlecht gefarmt, das ist der Dings, der Brand. Also, er hat aber nicht nur Kills, er hat einfach noch ein bisschen Farm. Boah, Shyvana. Was kloppt die raus? Ja, Shyvana ist übel mit ihrem Vieh. Besonders schön auf Dings. Anderes Tempo. Ja, war so klar.
Das ist Golfer Verein. Klar, eigentlich für den besten schon. Oh, der Bladestorm, der zieht richtig schön. Gut. Macht er gut, macht er gut. Geht weg, geht weg, geht weg. Und jetzt hier. Tötet da, tötet da. Kriegt er noch so viel Leben, der Tower? Der dauert noch ihre Ulti ready. Kann alle 20 Sekunden durch die Gegend hopsen. Sie wird hier entfliehen. Jetzt wird sie gleich Ulti machen. Das haben wir nochmal blockt. Jetzt wird sie wie eine Verrückte wegstratzen. Dann ist sie weg. Wenn wir diese Stacks darunter kriegen, ist mal komplett das Gold dafür kriege. Und zwar 18 noch zu wenig gesmilet. Damage. Ich brauche eigentlich schon. Ich habe gar keine Abhängigkeit da drin. Fight. 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 Okay, fight. Der ist tot, oder? Ja. Danke. Genau. Die holen uns auch noch beide. Spiel doch mit mir. Die Ulti habe ich nicht ganz verstanden. Gut. Boah, viel zu spät ist er weggegangen. Das nervt ja richtig. Sie hat fast die ganze Zeit ist sie oben nur am Pushen. What the fuck? Geh drauf da, also da dürfen die kriegen. Hier haut alle, einfach jetzt alles auf den Dings drauf. Sie nervt so immer, wie sie rumläuft. Und nervt mich die Grunde allgemein ein bisschen gerade an. Besonders die Shyvana. Bauen wir ab in der Verringerung. Dann sollen wir einen Rileys. Nein, never surrender, guys. Never surrender. Also mit mehr Carriage hat Shyvana oder Dings? Der Brand.
Guter Schwillis. Hab ich doch besser. Du Pisa. Ich würde gerne eigentlich mal einen ganz geilen Teamfight haben. Bevor wir das natürlich irgendwie surrendern. Ich würde es gerne einmal versuchen, dass wir. Das Problem gerade eben war es richtig gut. Ich hatte da vier Leute mit meiner Ulti gecatchen und dann Garon konnte richtig reinfahren, aber da fehlt noch so ein bisschen der Yauzu, so bam bam. Und der Varus von hinten, der auch reinknallt. Das fehlte da gerade ein bisschen. Und das will ich nochmal versuchen, dass wir das nochmal hinkriegen. Und jetzt ist er weg, der Garen. Da ist er schon wieder. Was ist denn los bei mir? Läuft nicht. Das läuft nicht. Oh, das ist zu stark, die Farm ist zu krass. Aber mein Game. Ja, das können wir zu lernen, Freunde. Aber ich fand's eigentlich so für mich so in der Anfang so bis so Minute 10, 20. Lief das eigentlich ganz gut, finde ich, bei mir. Also viele gute Ganks bekommen. Amumu, ihr müsst echt aufpassen, dass ihr nicht so krasse gecounter-Jungle werdet. Weil bei mir es ging, ich hatte ein paar Kills, dadurch hatte ich gut Gold und war nicht so behind. Aber wenn man so, die haben das gut gemacht, die Shivana hat hier oben gut Druck gemacht, gut gepusht. Mein Red Majestät und der Jarvan hat auch immer gut da mein Blut, den einen oder anderen Blut von mir snaggen können. Und na, das Problem war einfach am Ende so ein bisschen, dass wir zum einen und Yauzu keinen richtigen Knock-Up haben. Und dass er auch allgemein 1500 Leben der Flitwerk einfach wie nichts Gutes. Und das war einfach so ein bisschen, finde ich, das Problem am Ende oder auch im ganzen Game, weil Mitte war einfach so mit Level 6 verloren. Der Brand hatte 2 Kills. Ich komme mit den Ganken. Und zwar auch klar, er haut die Ulti rein und er farmt uns beide weg, obwohl Soraka nochmal reingeht und alles. Das heißt, wir hatten einfach keine Chance dagegen. Also, ja, Brand hat gut gespielt, Shivan hat auch echt gut gespielt auf der Top, er hat schön gepusht. War aber auf Platin 2, muss man sagen, und Garen nur Bronze 1, hat aber gut gegengehalten, finde ich. Und die Botlane war eigentlich, ja, war auch solide. Die war, also Botlane war eigentlich gewonnen, aber ich finde der Brand, gefiedelter Brand, der farmt einfach am Ende alles mit seinen Ulti und gegen diese Ulti kannst du auch nicht machen, die kannst du nicht dodgen oder gar nichts. Die fliegt einfach so durch und tötet alles, ja. Freunde, das war Mumu im Jungle. Hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes von mir im Jungle oder als Support sehen wollt oder ob ihr mich vielleicht mal auf einer ganz anderen Lane sehen wollt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Iveni.